Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ja, das erste Vollstreckvideo, ne, das zweite mit meiner neuen Kamera. Wie findet ihr sie? Ich finde die Qualität. Ja, mal gucken, wie sie aussieht am PC, da habe ich sie noch nicht gesehen. Ja, ich zeige euch heute die Pinkbox April und ja, wie ihr seht, ich war im Urlaub. Bisschen braun geworden. Ja, Bilder folgen auch bald, genauso wie Blogposts. Aber wir schauen einfach mal rein in die Pinkbox. Denn das ist die Geburtstagsedition. Denn Pinkbox feiert den 6. Geburtstag. Und ich hole mal alles hier raus. So. Ich habe hier einmal einen Gutschein für Foodist. Und die Zeitschrift diesen Monat ist von Wohnidee. Das ist die Ausgabe April. Richtig, richtig cool, da wir die Wohnung umgestalten wollen. Wenn ihr wissen wollt, was es ist, dann schaut einfach mal ein letztes Video. Nee, stopp. Genau, zwei Videos sind zwischendrin online gekommen. Also es tritt vorletzte Video an. Und zwar mein Live-Update, die komplette Wahrheit, dann wisst ihr, was passiert ist und warum, weshalb ich die letzten Monate schon so war. Und ja, aber wir wollen die ganz komplette Wohnung umschalten und deswegen finde ich das ganz cool, weil wir das einfach als Inspiration nehmen. Und dann habe ich hier von Pinkbox so einen Geburtstagskalender bekommen. Richtig, richtig cool, weil dann kann ich endlich mal alle Geburtstage reinschreiben und hinten steht Live every day like it's your birthday. Ja, dann schauen wir doch mal in die Pinkbox. Ja. Karte ist voll süß. Happy birthday. Ja, wir gucken mal rein. Hier ist noch ein extra Geschenk und zwar aufpusten, freuen und feiern. Und zwar ist es so ein Luftballon mit Yay. Vielleicht benutze ich den an meinem Geburtstag. Mal gucken. Dann habe ich hier als erstes Produkt einen Lippenstift von So Suzanne. Der kostet 15,30 Euro und ist pink. Schaut mal, Leute, wie geil die Farbe ist. Richtig, richtig cool. Richtig, richtig geil auf dem Frühling. Freut mich gerade richtig, die zu testen. Ich mach die Verpackung ab. Dann habe ich von Sally Hansen die Complete Saloon Maniküre in der Farbe 660 Pat on the Black. Das ist so ein dunkellila und das kostet 18,99. Ja, voll cool. Dann habe ich hier von Invisibobble ein Nano. So einen schwarzen, der kostet 3,95. Ja, richtig, richtig cool. Ich liebe die auch total voll. Dann ist hier von Coco Star eine Slice Mask Sheet Mask Strawberry. Und die kostet auch 3,95 und auf die bin ich richtig, richtig gespannt. Also, was ich hier hinten schon sehe, soll die voll den Strawberry Look haben. Mein Gott. Richtig cool. Und das letzte Produkt ist von Alverde eine Glitzer macht das Leben schöner Handcreme. Ja, die ist mit Glitzerpartikeln und die kostet 1,45 €. Und ja, also ich finde die Produkte der Pinkbox diesen Monat echt geil. Also da sind lauter Produkte dabei, über die ich mich sehr, sehr, sehr freue. Es reicht, weil es mal kein roter Nagellack und kein roter Lippenstift ist. Deswegen kriegt die Box von mir einen Daumen nach oben und ja. Ich rechne euch den Gesamtpreis aus und blende ihn hier unten ein. Die Pinkbox kostet 15 Euro im Monat und ja, dafür finde ich Produkte echt super. Und ja, wenn ihr auch die Pinkbox haben wollt, dann habe ich euch den Link für die Pinkbox-Abo unten in die Infobox gesetzt. Ihr könnt die Produkte jeden Monat bewerten und könnt dann einmal im Jahr eine Pinkbox kostenlos, also ihr spart euch einmal im Monat einmal 15 Euro zu zahlen, einmal im Jahr. 15 Euro zu zahlen, so rum, nicht einmal im Monat, einmal im Jahr 15 Euro zu zahlen und ja, also richtig, richtig cool und ich kann sie euch wirklich nur weiterempfehlen und ja, ich beende auch hiermit schon das Video, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, mir gebt dem Video einen Daumen hoch
Und wir sehen uns dann am Sonntag zu einem neuen Video. Tschüss!